Am Wort ist Bruno Rossmann von der Liste Pilz. Ich möchte beginnen mit einigen Ergebnissen aus dem Einkommensbericht 2016. Der zeigt nämlich, dass in den vergangenen Jahren seit 1998 sich eine Einkommensschere aufgetan hat. Die niedrigen Einkommen haben extrem verloren, die Top 10 haben nahezu ein Drittel ihres Realeinkommens verloren, die Mitte, die Einkommensmitte stagniert in etwa und die hohen Einkommen, die Top 10% gewinnen leicht. Wenn wir jetzt auf Berufsgruppen schauen, ergibt sich ein gänzlich anderes Bild. Die Arbeiter und Arbeiterinnen verlieren immer noch, nämlich die Einkommensmitte, von der ich jetzt spreche, um etwa 13%. Realeinkommensgewinne hingegen verzeichnen die Angestellten und die Vertragsbediensteten. Plus 2%. Die Beamten hingegen gewinnen plus 26% an Realeinkommen. Und wenn man jetzt die Entwicklung bei den Beamten vergleicht zwischen den niedrigen Einkommen bei den Beamten und den hohen Einkommen bei den Beamten, dann sieht man, dass die niedrigen Einkommen bei den Beamten stärker gestiegen sind als die hohen Einkommen. Das ist gut so. Bei den Vertragsbediensteten, Frau Kollegin Loeger, haben wir leider keine Daten. Und wenn Sie mir besser zugehört hätten im Ausschuss, dann hätten Sie auch nicht das behaupten können, was Sie hier behauptet haben. Ich habe nämlich gesagt, genau deshalb, weil es sehr viele und zunehmend mehr Vertragsbedienstete gibt und weil die in ihrer Einkommensentwicklung zurückbleiben, wollen und müssen wir eine Entwicklung fortsetzen, die wir bei den Beamten beobachten können. Das heißt aber, dass wir in Wirklichkeit nicht das Wort reden können einem linearen Abschluss, denn wenn wir die Verteilungsrelationen weiterhin zugunsten der niedrigen Einkommen verändern wollen, dann müssen wir Sockelbeträge fordern und das ist das, was wir wollen, denn lineare Erhöhungen führen dazu, dass sich die Einkommen zwischen unten und oben wieder auseinander entwickeln. Und wenn ich hier aufgrund dieses linearen Abschlusses und unsere Fraktion diesem Gehaltsabschluss nicht zustimmen werden, dann hat das nichts mit mangelnder Wertschätzung gegenüber den Beamten und Vertragsbediensteten zu tun. Ganz im Gegenteil, ich habe Beamte und Vertragsbedienstete immer geschätzt. Sie leisten gute Arbeit in diesem Land. Und hier möchte ich mich auch bedanken bei den Bediensteten dieses Hauses, die ebenfalls sehr, sehr gute Arbeit leisten. Vielen Dank dafür. Aber was ich unerträglich finde, ist die Auseinanderentwicklung von Einkommen zwischen der Privatwirtschaft und der öffentlichen und dem öffentlichen Bereich. Das ist unerträglich geworden und hat natürlich zu tun mit der Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen auf der einen Seite, viele atypische Beschäftigungsverhältnisse auf der anderen Seite und im öffentlichen Dienst die Arbeitsplatzsicherheit. Hier muss jede künftige Regierung ansetzen und wir werden diese Regierung aus Schwarz-Blau ganz genau beobachten, was sie tun wird, um diese Einkommenskluft zwischen den unteren Einkommen, insbesondere in der Privatwirtschaft, aber auch zwischen den Einkommen in der Privatwirtschaft und den Beamten zu ändern. Daran werden wir sie messen. Die jetzige Regierung, die letzte Regierung, hat da nichts zustande gebracht, denn sonst wären die Ergebnisse nicht so, wie sie im Einkommensbericht abgebildet sind. Noch ein Wort zur Nullohnrunde für Politiker. Nur da ist vorgesehen, dass Politikerbezüge bis 4.920 Euro wohl um die 1,5% ansteigen sollen, nur Politikerbezüge darüber nicht. Hier haben wir so eine Art Sockelbetrag und das finde ich gut so. Und daher werden wir hier auch zustimmen. Ich möchte aber schon erwähnen, dass wir dringend eine Debatte hier in diesem Haus darüber führen müssen, wie sich die Einkommen entwickeln werden in Zukunft zwischen der Privatwirtschaft, zwischen dem öffentlichen Dienst, aber auch zwischen den Politikern.
Ich meine, die Forderung nach einer Nullrunde ist extrem populistisch und hat auch viel, wenn wir dem hier zustimmen, mit einer politischen Selbstentwertung zu tun. Wir Politiker sind unser Geld wert. Wenn, und das wird ja immer wieder beklagt, dass wir keine Menschen mehr finden, die in die Politik gehen wollen, dann müssen wir an diesen Relationen irgendetwas ändern. Und an dieser Debatte werden wir nicht vorbeikommen. Wenn aber jetzt eine Nullrunde für Politiker ausgerufen wird, verstehe ich es überhaupt nicht, warum die Managergehälter in staatsnahen Betrieben nicht auch mit einer Nullrunde bedient werden. Da gibt es Gagen im Millionenbereich. Die 4 Vorstandsdirektoren in der Post AG verdienen im Durchschnitt 1,6 Millionen Euro pro Jahr. Die Vorstandsdirektoren in der Verbund AG verdienen etwas mehr als 1 Million Euro pro Jahr. Und da, finde ich, sind die Relationen gestört. Und diese Debatte müssen wir aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit führen. Vielen Dank. Die Einkommensmitte verliere immer noch, so Bruno Rossmann von der Liste Pilz. Er kritisiert die Auseinanderentwicklung zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst.